Jugendwelle. Das ist die perfekte Welle. Das ist der perfekte Tag. Das ist der perfekte Tag. Hallo und herzlich willkommen im Jahr 2022. Ich hoffe, ihr hattet schöne Ferien voller guter Laune und Erholung, gesegnete Feiertage und nun seid ihr bereit für ein neues Comeback im neuen Jahr. Für diesen Jahresanfang haben wir uns auch vorbereitet. Unsere Jugendredakteurin Andrea wird über Reisen sprechen, Alessia über ihre größte Leidenschaft, und zwar Basketball, und von Sarah haben wir eine Überraschungssendung. Also spitzt die Ohren und lasst uns beginnen. In unserer heutigen Sendung wird unsere Jugendredakteurin Alessia über ihre größte Leidenschaft reden. Ist es möglich, dass man täglich stundenlang eine gewisse Sportart treibt, die deine größte Leidenschaft ist, und zugleich ein fleißiger, vorbildlicher Schüler zu sein? Oft habe ich mir auch diese Frage gestellt, denn damit sind meine Gedanken täglich beschäftigt, um endlich eine Antwort dafür zu finden. Basketball spielen liebe ich am meisten. Eine Leidenschaft, welche voller Maß aus Liebe und Hingabe genau vor 5 Jahren entstanden ist. Wieso die 10-jährige Alessia Basketball auswählte, anstatt mit den anderen Kindern Tag und Nacht im Freien zu spielen, kann meine jetzige jugendliche Denkweise gar nicht herausfinden. Tatsache ist, dass das junge und unschuldige Mädchen trotz des Mangels an Wissen die beste Wahl getroffen hat. Mein allererster Kontakt mit dieser Sportart würde ich in einem einzigen Satz definieren. Es war Liebe auf den ersten Blick. Liebe, die täglich bis heutzutage immer deutlicher wird. Die Zeit verging und das ehemalige junge und unschuldige Mädchen wurde in Kürze eine Jugendliche, die sich unglaublich viel sowohl im sportlichen als auch im kulturellen Bereich entwickelte. Was die Schule anging, begann alles viel ernster zu werden, sodass diese meine Priorität wurde. Doch was passierte weiterhin mit meiner Leidenschaft, mit meinem beliebtesten Hobby, wo die Sachen auch ganz anspruchsvoll wurden? In diesem Augenblick stellte ich mir die Frage, die bis heute hin durch meinen Gedanken hin und her läuft. Ich konnte weder auf die Schule noch auf mein Hobby verzichten, sodass ich das Unglaubliche geschaffen habe, indem ich natürlich oft auf manche Sachen bezüglich entweder der Schule oder Basketball verzichten musste. Oft musste ich unglaublich schwere Wahlen treffen und ganz genau meine Zeit einteilen, um zu schaffen, was ich mir vorgenommen habe. Viele fragen sich, wieso ich nach einer so langen Zeit darauf nicht verzichtet habe, warum ich so viele Opfer für meine Leidenschaft gebracht habe. Die Tatsache ist, dass man niemals auf die Träume verzichten muss, egal was die anderen sagen. Und wenn man etwas aus dem ganzen Herzen tut, existiert das Wort unmöglich gar nicht. Wie cool! Basketball ist echt interessant. Jetzt habe ich eine Frage für euch. Liebt ihr auch Reisen? Darüber wird euch unsere Jugendredakteurin Andrea im nächsten Beitrag erzählen. Jeder von uns hat wahrscheinlich schon geträumt, durch die Welt zu reisen, obwohl viele von uns schon mehrmals das Land verlassen haben, um exotische Plätze zu besichtigen, ist die Lust zum Wandern in unseren Herzen anwesend. Es ist immer interessant, andere Lebensweisen, Traditionen und Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Außerdem ist Reisen ein wesentlicher Bestandteil vieler Geschäfte. Auch mit neuen Kommunikationstechnologien müssen Geschäftsleute viel reisen, da es besonders wichtig ist, gute persönliche Beziehungen zu Partnern, Lieferanten und Kunden aufzubauen. Alle abenteuerlustigen Naturliebhaber, die sich danach sehnen, ein Land endloser Flüsse, bodenloser Seen, hochaufragender Berge und kolossaler Klippen zu entkommen, wählen hauptsächlich Campingplätze. Ich denke, jeder wird zustimmen, dass Reisen den Geist erweitert. Aus dem Ort, an dem man immer lebt, herauszukommen, dann an einen unbekannten Ort zu gehen, wird eine Art unvergessliches Erlebnis im Leben sein. Reisen bedeutet Freiheit. Es bedeutet, sich auf die erstaunlichste Weise wiederzufinden. Vor nicht zu langer Zeit war das undenkbar, aber heute ist es ein Lebensstil. Mit all den heutigen technologischen Fortschritten ist es einfacher denn je geworden, ins Ausland zu reisen. Für unseren nächsten Beitrag werdet ihr mehrere Fragen gestellt bekommen. Also beginnen wir mit der ersten Frage. Was hat unsere Jugendredakteurin Sarah vorbereitet? Diese letzten 3 Jahre waren sehr, sehr merkwürdig für alle und vergingen schnell. Fühlt ihr manchmal, dass es noch 2020 ist? Oder sogar 2019?
Ihr müsst jetzt nicht nachdenken, ich habe schon einige Antworten von meinen Freunden bekommen. Einige passen sich leicht an dieses Jahr 2022 an und andere glauben, sie werden in der Schule bei dem Datum noch immer 2020 schreiben. Sehr viele glauben, die letzten Jahre sind abscheulich gewesen und sehen 2022 als einen neuen Beginn. Sie hoffen, es wird Glück bringen. Leider sehen sehr viele 2022 nur als ein normales und eintöniges Jahr und denken nur an die Schule. Es gibt auch einige, die nur entspannt sind, dass die Semesterarbeiten vorbei sind. Die Schlussfolgerung ist, dass 2022 und die vorherigen Jahre sehr verschieden von allen wahrgenommen werden. Alle diese Antworten sind von Schülern gegeben. Aber wie sehen die Erwachsenen diese letzten Jahre und 2022? Vielleicht ist die Differenz, dass die Arbeit stressig ist und nicht die Schule. Also lasse ich die Erwachsenen nachdenken, ob 2022 etwas Neues bringen wird oder ob es nur eintönig und normal sein wird, so wie einige Schüler sagen. Nun ist unsere Sendung zum Ende gekommen. Aber wir hören uns wieder, und zwar am Freitag, den 21. Januar. Vergesst nicht, unseren YouTube-Kanal und Facebook-Seite zu abonnieren. Im Übrigen könnt ihr uns auch als Podcast auf Spotify hören. Bis zum nächsten Mal, bleibt sicher, und für diejenigen, die heute Weihnachten feiern, schöne und gesegnete Feiertage. Bis bald! Das ist die